Da steht er mit breitem Grinsen und wirkt so entspannt, als wäre all das hier eine Selbstverständlichkeit. Joe Kaeser, neuer Chef von Deutschlands größtem Elektronikkonzern, beginnt seine Amtszeit nach turbulenten Tagen mit demütigen Tönen. Ich weiß natürlich, dass hohe Ansprüche an mich gestellt werden, vielleicht ein bisschen höher als in einem eher geordneten, langfristig geplanten Übergang. Daher trete ich dieses Amt mit sehr großem Respekt an. Kaeser und seine Kollegen der Chefetage erleben derzeit eine der größten Führungskrisen der langen Unternehmensgeschichte. Ex-Chef Peter Löscher, in Windeseile aus dem Amt gedrängt, die Rede war von Putsch und Intrigen. Und dann die Machtstreitigkeiten im Aufsichtsrat. Siemens blickt auf chaotische Tage zurück. Insgesamt, soweit ich das beurteilen kann, würde ich sagen, ganz schlecht gemanagt, ganz schlecht präsentiert, ganz schlecht durchgeführt. 4 minus bis 5, wir haben ja gerade Zeugniszeit, also das war keine Glanznummer. Und so erscheint das Hauptziel des neuen Chefs nur folgerichtig. Er will die innere Ordnung wiederherstellen und das Unternehmen befrieden, so Kaeser. Der knallharte Sparkurs, verpasste Gewinnvorgaben, die vergangenen Jahre haben viele Siemensianer weltweit verschreckt. Kaeser, der bodenständige Niederbayer, seit 33 Jahren bei Siemens, könnte für ruhigere Zeiten der Richtige sein. Der neue Chef ist so etwas wie ein kompletter Gegenentwurf zu Peter Löscher. Herzlich, humorvoll und eben ausgestattet mit jeder Menge Siemens-Stallgeruch. Das bedeutet aber auch, dass Joe Kaeser ebenfalls Verantwortung trägt für die Misere von Siemens. Schließlich hat er alle wichtigen Entscheidungen der vergangenen Jahre mitgetragen.